Hi Guys, hallo Leute oder auch Hola Gente, ich bin's wieder, euer Talent von Talent Super Tricks und heute mal wieder mit einem neuen Video. Und zwar, wie ich schon angesagt habe, dass ich bei 160 Likes ein Testvideo zu meinem Schuh mache, mache ich das jetzt auch dementsprechend. Und zwar haben wir nicht nur 160 Likes, sondern ganze 260 Likes geschafft. Danke dafür und auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den Schuh anziehen. Und ich habe ja gesagt, dass ich einen Test mache. Ich mache jetzt keinen Test, sondern ich mache eher ein Freestyle-Video, also Fußball-Freestyle, und werde dann sagen, wie ich den Schuh so fand. So, die Schuhe habe ich an und jetzt beam ich mich mal schnell nach draußen mit meinem Eri-Mobile. Bis gleich. Also hier bin ich wieder draußen, wie ich gesagt habe, habe ich mich hergebeamt. It's Magic. Kommen wir zum ersten Trick. Also bei dem Trick nehme ich den Ball ganz normal hoch, indem ich den mit dem rechten Fuß den Ball über den Spann ziehe und danach ein Around the World ausführe. Jetzt von einer anderen Perspektive. Also, auf jeden Fall, der Trick geht so. Ihr tut erstmal den rechten Fuß auf den Ball, zieht ihn hinter und springt dann mit dem linken Bein hoch. So, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr versuchen, den Around the World auszuführen, falls ihr ihn schon könnt. Eine gute Übung, falls ihr den Around the World noch nicht so anschließen könnt, ist diese. Also, auf jeden Fall mache ich den Trick noch einmal und dann springen wir schon über zu dem nächsten. Und zack, sind wir beim zweiten Trick. Und zwar den Neymar Rocket, welchen ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Und zwar geht er folgendermaßen. Ihr nehmt den Ball zwischen eure beiden Füße. Könnt ihr gerne auch ein bisschen höher nehmen. Und dann geht er an der Seite hoch. So, jetzt noch einmal von zwei anderen Perspektiven. Jetzt erkläre ich euch den Trick. Und zwar müsst ihr einfach ganz normal den Ball hier zwischen die Beine klemmen und beim Springen versuchen, den Ball möglichst weit nach rechts zu kriegen, um ihn dann kontrolliert weiter zu jonglieren. Der dritte Trick ist auch eine Around the World Variante. Und zwar nenne ich den Ball jetzt den Zino und Around the World. Dafür gibt es eigentlich keinen offiziellen Namen. Geht folgendermaßen. Ich steige mit dem rechten Ball auf den. Mit dem rechten Fuß auf den Ball, nicht mit dem rechten Ball auf den Fuß. Und dann zieht ihr den Ball hinter, wie beim anderen Trick. Und versucht dann, nachdem ihr ihn hinterzieht, so wie beim Lupfen hochzunehmen und mit dem Fuß drüber zu gehen. Also, falls ihr den Around the World wieder nicht könnt, dann zeige ich euch wieder eine Übung. Und zwar könnt ihr so machen. Und einmal aufkommen lassen. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Trick. Springen wir über zum vierten. Und ich brauche heute nur 5 Wege. Also ich hab mich jetzt dazu entschieden, weil das Wetter einfach nicht so gut ist. Und natürlich, jetzt habe ich eine kurze Hose, das ist ein bisschen dumm von mir. Aber dann funktioniert die Tricks einfach besser. Und ja, dann springen wir auch über zum vierten Trick. Und das ist ein Trick, von dem ich den Namen nicht weiß. Ich glaube Jean Garnier oder so. Steigt hinten auf und zieht ihn hoch. Fünften Trick, und das ist eigentlich ein ganz simpler Trick. Und zwar nehmen wir den Ball jetzt hoch, indem wir ihn zwischen den beiden Füßen so ein bisschen hochlüpfen. Also der Trick geht folgendermaßen, ihr müsst einfach, wie über den anderen Tricks auch, die zwei Füße nehmen den Ball und dann
so wie beim Klatschen, einfach zusammenbringen, aber unterm Ball nicht so machen, dann geht er natürlich nicht hoch, damit der Ball einen Drang nach oben, damit man ihm einen Drang nach oben verleiht. Und auf jeden Fall habe ich euch ja gesagt, dass ich mein Verbundzeug anziehe und jetzt habe ich nur die Kurzhose und den Pulli an. Auf jeden Fall gibt es hier so ein für den Arm so ein kleines Thermo, das kann man auch umklappen, wenn einem sehr kalt ist. Und ja, also das ist mein Verbundzeug. Oh, und das war mein Spaß. Das war auf jeden Fall mein Verbundzeug. Und das Video war es natürlich auch damit, mit dem Schluss, mit der Mannequin Challenge. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall ist ja heute um 0, also morgen ist das neue Jahr, also heute um 0 Uhr sozusagen. Und ich wünsche euch allen ein frohes Fest. Also, wie soll ich jetzt sagen, auf jeden Fall wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und viel Spaß beim Raketenschießen. Danke nochmal für die vielen Abonnenten, die ich jetzt dazu bekommen habe. Und zwar sind wir fast bei 6.000 Abonnenten. Und vielleicht mache ich auch ein Special dazu. Auf jeden Fall kommen jetzt öfter Videos, wie ihr sehen könnt. Da ich einfach bei so einer hohen Abonnentenzahl, also es sind jetzt nicht mega viele, aber es sind schon viele für die Zeit, die ich es jetzt mache. Damit ich mehr für euch habe und euch mehr bieten kann, mache ich jetzt wieder mehrere Videos. Vielleicht kommt heute Abend noch ein Video zu Silvester. Peace out, euer Tyler.